Weißt du, wie lange es dauert, ein klapperndes Gebiss zu basteln, das explodiert? Ich hoffe, du hast es gewürdigt. Ich habe das alles nur für dich getan. Nein, ich musste so viele Sonnenwand zerstören. Und es bleiben immer noch welche, die ich zerstören muss, wenn ich da an gewisse Sachen denke. Die aber sowieso erst viel später kommen werden. Und Luftballons. Immer wieder Luftballons. Darf ich jetzt mit Mad Hatters Schrank interagieren oder willst du weiterreden, Joker? Er lässt den Kopf hängen, okay. Ein maßgefertigter Zylinder, getragen von Jervis Thatch, alias Mad Hatter. Der Typ ist echt irre. Er wollte Batman einer Gehirnwäsche unterziehen. Stattdessen hat er eins auf die Mütze gekriegt. Ich wollte ihn nicht gehen lassen. Der Spinner sollte nicht frei rumlaufen. Ja. Deadshot! Ein Gewehr und zwei Handgelenkwaffen, eingesetzt von Floyd Lawton, alias Deadshot. Noch einer, den wir freilassen mussten, als Arkham City dicht gemacht wurde. Aber sein Spielzeug kriegt er nicht wieder. Ja. Killer Croc. Ein Schockhalsband mit der Aufschrift Arkham Asylum. Es gehört Killer Croc, alias Waylon Jones. Es wurde in der Kanalisation gefunden. Das ist ziemlich beschissen, denn es sollte diesen Mistkerl unter Kontrolle halten. Ja, definitiv beschissen, dass er so ein Schockhalsband nicht mehr trägt. Welcher Ghoul. Der direkt drei Waffen hat! Soll ich hier auch mit der Schrift. Was auch immer da steht, keine Ahnung. Auf der Waffe. Zwei zeremonielle Schwerter, sie gehörten Rush. Ich meine, Ra's al Ghul. Wir haben sie unten im Wonder Tower gefunden, in der Nacht von Protokoll 10. Sie waren voller Blut. Da war aber keine Leiche. Keine Leiche. Interessant. Die Leiche von Ra's al Ghul wurde niemals gefunden, also. Anarchy. Lonnie Marchand? Haben wir echt jemals den Namen von dem Typen erfahren in Origins? Ich muss mir nur mal seinen Steckbrief angucken in Origins am besten. Eine Maske und eine Jacke, getragen von Anarchy alias Lonnie Majan. Nimm Lonnie. Er war noch nicht mal Cop, als er Gotham angriff. Seitdem hat ihn niemand gesehen. Niemand weiß, wo sie ihn verstecken. Die Regierung kann Anarchisten wohl nicht ausstehen. Ah, wahrscheinlich. The Electrocutioner. Betty, du hast nicht zufällig Lust, die Handschuhe mitzunehmen. Die waren so geil in den Kämpfen. Wieso ist sie eigentlich nicht, obwohl, nee, das war von Deathstroke. Die Fernlenkralle. Wieso guck ich dann zu Deadshot? Ach, die fangen beide mit D an. Ein paar Schockhandschuhe. Sie gehörten dem Electrocutioner, alias Lester Buczynski. Der Joker hat den Typen in der Nacht des Blackgate-Aufstands angeheuert und dann getötet. Batman hat sie sich angeblich für eine Weile ausgeliehen und dann hierher gebracht. Er verprügelt Ganoven wohl lieber auf die gute alte Art. Ja, mit seinen Fäusten. Und das wichtigste Spielzeug von allen. Eine Elektroschockpistole, sie gehört Batman alias... Wir fragen lieber nicht nach. Batman hat das mit dem Rest der Beweise aus Arkham City hier gelassen. Cool, sowas in unserer Asservatenkammer zu haben. Hoffentlich will er es nicht mehr zurück. Doch, eigentlich schon. Distanzstromladung! Was habe ich nicht vermisst in Origins? Er liefert eine Hochspannungsladung, um den Gegner zu lähmen. Aktiviere oder deaktiviere Generatoren und elektrische Ausrüstung. Ist das Stromladung? Ha! Sehr subtil. Ich weiß, das ist die Asservatenkammer, Bruce. Aber denk doch mal an die Spuren. Was denn? Ich habe keine Spuren hinterlassen. Nee, nee. Das war schon so. Kann ich da reingehen?
Nee. Geduckt? Nö. Ja. Oh, Joker. Ja. Beweise hinterlassen. Was siehst du mich an? Was? Habt ihr was gesagt? Ich hab euch nicht zugehört. Ich würde alles dafür geben, jetzt auf dem Festland zu sein. Nenn mich ruhig ein Feigling, damit kann ich leben. So ja. Nein, immer noch auf Blumen, was... Statten hier überhaupt... Mal rumgehen und die Pflanzen irgendwo ich weiß, Pflanzen? Na gut, da vorne stehen Pflanzen. Hab ich nicht drauf geachtet. Upsi. Ja, und da drin ist auch eine Blume. Manchmal könnte ich die Hoffnung verlieren, Batman. Doch du belehrst uns eines Besseren. Und zeigst uns eine Möglichkeit zum Sieg. Das glaubt mir keiner. Erst heute wurde ich versetzt. Ja. Ich muss noch ihr scheint irgendwie nie neue Dialoge zu bekommen, schön, oder? Schön, dich zu sehen, Batman. Manchmal vergessen die anderen, dass wir noch hier sind. Scheint wirklich nie neue Dialoge zu bekommen. Naja, kümmern wir uns mal um Jarvis. Gut, dass du hier bist, Batman. Cash hätte diesen Kerl fast erwürgt. Ich will mit dir reden. Na gut, dann halt nicht. Hey, Jarvis. Oh, blumiger Tag. Ich möchte springen. Batman ist hier. Die Spiele beginnen. Schluss mit deinen kranken Spielchen, Jarvis. Die Geiseln. Wo sind sie? Juhi, juhai. Oh. Eins, zwei, drei. Drei Uniformen, keine vier. Wer lebt, wer stirbt, liegt ganz bei dir. Was hast du ihnen angetan? So brachial. Frag mich, wofür. Mein Geist geschult. Kein Schmerz, ich spüre. Ich kann ihm auf die Sollen Zähne schlagen. Das auf die Probe stellen? Ach, Batman! Hab keine Angst! Spitz nur die Ohren! Noch ist nichts verloren. Lausch der Sirenen Lieder. Dann entdeckst du Alice in dir wieder. Du mit deiner Alice! Vor allem spitze Ohren, ne? Recording. So viel dazu, dass das Cash die Kameras ausschalten wollte. Aber wir bekommen keine Charakterbiografie von Jarvis. Echt nicht? Naja, vielleicht ja nach draußen oder nach der Mission. Mal schauen. Aus der Weg! Evakuiert Batman! Ist das zu fassen? Genau dort. Du kannst dich nicht die ganze Zeit. Ich bin kein Monster! Albtraum wird für dich nie enden. Ah ja, Albtraum, bla bla bla. Schlag euch alle kaputt mit euren Albträumen. Diesen steht das heute noch so, wie ich es geparkt habe. Wo geht's denn als erstes hin? Da unten? Wirklich? Na komm, ist sowieso am nächsten gerade dran. Ich sehe Panzer auf meinem Radar. Oder sind das die von... Nee, das müssten eigentlich entweder die von unten oder die da auf der Insel sein. Ist das ein Panzer auf meinem... Ich frag nicht. So, einmal umdrehen. Nicht ganz umdrehen, Chicken. Andere Seite umdrehen.
Natürlich rase ich dagegen. Abgesehen, wie ein paar von Harveys Leuten mit Männern vom Zimmer gemeinsame Sache gemacht haben. Die Apokalypse beginnt. Ja, Apokalypse. Ups. War ich nicht. Sie ist ein Symbol im Kern. Ich höre schon die Sirenen. Sie sind nicht fern. Das habe ich auch gereimt. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Falsche Hoffnung. Gotham ist kein Ort, um ein Kind großzuziehen. Ja, das waren Ellens erste Worte, als er ihr von der Beförderung und der Versetzung zum GCPD erzählte. Zu behaupten, der Umzug hätte ihre Ehe belastet, wäre eine gnadenlose Untertreibung gewesen. Die ersten paar Monate waren schwierig, doch dann schlugen sie Wurzeln, schlossen neue Freundschaften und gewöhnten sich an das Leben in der Stadt. Commissioner Gordon hatte sogar versprochen, seinen Einfluss zu nutzen, um ihren Sohn Tyler einen Platz an der McCallum Akademie zu besorgen. Die Dinge liefen gut. Dann kam Arkham City und alles änderte sich. Ellens Zweifel lebten wieder auf. Die Flitterwochen waren vorbei. Er überredete sie, es noch ein Jahr lang zu versuchen. Wenn sich die Dinge nicht besserten, würden sie zurück zu ihrer Familie in Keystone ziehen. Das Versprechen war ein Risiko. Er hasste Keystone. Der Name Keystone kommt mir irgendwie bekannt vor. Abi, welcher Superheld lebt dort? Das weißt du doch sicherlich, was es dort überhaupt eingibt. Bei Keystone kommt mir gerade wirklich vom Namen irgendwie bekannt vor. Oder war, hat das nicht sogar auch Hugo Strange erwähnt, als wir während Protokoll 10 unten in Wanda, gut, Wanda City war noch ein bisschen weiter unten, am Fuße des Wanderturms, da die eine Jägerbegegnung mit seinen Tigerwachen. Ja, da hat er Keystone erwähnt und Metropolis. Er hasste Keystone ebenso sehr wie seine Schwiegereltern, doch zu dieser Zeit schien Gotham im Chaos zu versinken. Doch nun, 9 Monate später, fand er sich mit seiner Familie inmitten einer Traube von Touristen auf der Aussichtsplattform der Lady of Gotham wieder und wusste, dass das Risiko sich ausgezahlt hatte. Gotham war zu einer anderen Stadt geworden. Der Joker war tot, der Albtraum von Arkham City bloß eine verschwommene Erinnerung und die Kriminalitätsrate sank weiterhin. Am anderen Ufer, inmitten der glänzenden Lampions von Chinatown, wurden die Halloween-Dekorationen aufgehängt. Dad, gehst du mit mir zur Parade? Tut mir leid, Klein, aber Daddy muss arbeiten. Deine Mutter wird aber sicher mit dir gehen. Nicht wahr, Schatz? Ellen stieß ihm in die Rippen und lächelte. Was auch immer sie sagen, Officer Owens. Okay. Vor einer Sekunde hat sich das so angehört, weil hier Commissioner Gordon erwähnt wurde. Als ob irgendwie sein Sohn Tyler hieß, aber hä? Ja. Aber Barbara. Falsche Hoffnung. Falsche Hoffnung. Tschüss, Sirenen. Ungefähre letzte Position des GCPD-Officers. Eine Frage! Moment, suchen wir erstmal da vorne. Und das ist der Eddie-Typ. Wobei, da soll ich wahrscheinlich nicht hin, das ist mir gar nicht einig. Eine Frage! Ich weiß, wer der Night Batman tot sehen. Scarecrow hält ihn aber zurück. Naja, Scarecrow hält ihn zurück. Wir sind hier auf einer Insel. Die links, die ringsherum mit mehr Wasser, ne, umgeben ist. Es gibt keine Brücken hier auf diese Insel. Entweder man fliegt auf die Insel oder per Boot.
Wie ist dieses Auto hier hingekommen? Haben die irgendwie das mit so einem großen Helikopter rüber geflogen? Oder was soll das da auf dem Boden darstellen? Ist ja irgendwie festgemacht anscheinend. Aber wie haben die es transportiert? Und was soll das Ei? Ach nee, das ist eine Teetasse.